Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Opposition zwischen Mond und Neptun. Dritter Teil für heute, weil ich zunächst den 20.01. auch noch kurz mal besprochen haben wollte. Wenn, wie gesagt, die Uhrzeit stimmt, aber auch wenn sie um 10, 15 Minuten ungenau ist, würde sich jetzt nicht so dramatisch viel ändern. Auf jeden Fall haben wir hier eine sehr starke Gefühlsbetonung in diesem Aspekt, auch wenn der Mond auf Schützegraden in der Jungfrau sehr gefühlskontrolliert, vielleicht eher impulsiv, also nicht so gefühlsintensiv steht, werden über Neptun doch im Domizil gewaltige Gefühle vermittelt. Der Mond steht, wenn auch eingeschlossen, im achten Haus. Wir können dann natürlich über den Herrscher des achten Hauses, den Löwen und somit Sonne, Helios, ich passe schon auf, die habe ich jetzt absichtlich vermieden, ja, können wir schon mehr Detailinformationen erfahren. Also das heißt, hier sehen wir doch große Gefühle. Und bei der Opposition wissen wir, es kommt hier immer auch das Gefühl von Verlust hinzu. Naja, und das wäre ja auch hier logisch, wenn Herrscher von 7 und eingeschlossener Herrscher von 2 einander begegnen, dann könnte das schon eine gewisse Aussage ergeben. Ich habe nur geschaut, weil wir dann Herrscher von 7, Herrscher von 8 und Herrscher von 2, habe ich nochmal schnell geschaut. Aber das war jetzt nur ein Ersatzblick. Generell bedeutet die Opposition von Mond und Neptun, dass wir leicht verführt werden können. Ja? Weil der Mond steht immer auch für die Bevölkerung. Und Neptun steht für idealistische Ziele, also nichts Reales, nichts Greifbares. Ja? Und hier kann es halt doch immer wieder vorkommen, dass man Täuschungen aufsitzt. Und natürlich hängen diese Täuschungen mit dem achten Haus oder Mond mit dem achten Haus zusammen. Das heißt, hier geht es einerseits um Macht oder Auflösung, beziehungsweise auch um Geld und Besitz. Und das trifft dann natürlich auch diesen Aspekt recht gut, denn der Mond ist der Herrscher des 7. Hauses und Neptun ist der eingeschlossene Herrscher von 2 in 2. Vordergründig nicht greifbar, sozusagen hier verborgen, versteckt, beherrscht durch den Uranus, Herrscher von 2 an der Spitze 4. Haus oder nahe der Spitze 4. Haus, geht sich auf jeden Fall aus. Das heißt, wir haben es hier mit dem Thema Finanzen zu tun. Das heißt, wir haben hier ein großes Problem mit dem Thema Verträge, Handelspartner und Finanzen. Verträge, Handelspartner, die über das 8. Haus erkennbar auslaufen oder auseinandergehen, die Wege zu den Handelspartnern. Und hier haben wir dann eben im 2. Haus auch die Finanzen und das ist sehr, sehr unklar besetzt. Normalerweise schaue ich dann noch das 9. Haus an, ob wir hier vom 9. Haus, ob das mit dem fernen Ausland oder 11. Haus zusammenhängt. Ich schaue nochmal hier auf die Venus im 1. Haus rückläufig, das sind so 12 Grad, geht sich natürlich nicht aus, auch wenn es im selben Zeichen steht. Und das andere wäre, Jupiter in den Fischen ist noch zu weit weg, um hier eingreifen zu können. Gut, also das heißt, wir haben es hier vordergründig einmal mit unklaren Finanzsituationen zu tun, welche im Zusammenhang mit Handelspartnern bzw. auch mit Verträgen stehen. Gleichzeitig, ich schaue mal auf die Bevölkerung, weil die Venus haben wir schon erwähnt, Spitze 4. Haus steht im Stier, das heißt die Bevölkerung befindet sich rückläufig im 1. Haus, genauso wie das 9. Haus. Das heißt, hier haben wir das Thema, nehmen wir mal Freiheit. Die Bevölkerung und ihre Freiheit, ja, sind im Moment sehr schwach. Daraus erkennen wir, dass die Bevölkerung, sagen wir mal Homeoffice, wenn ich das mal so euphemistisch umschreiben darf, und dass hier zusätzlich, was auch in der Früh bei dem Horoskop wirksam war, dass die Venus im Schraubstock zwischen Mars und Pluto steht. Sehr
leicht zu erkennen. Die Halbsumme in dem Sinne sogar noch stärker, weil wir haben hier 28 Grad, 12 Grad, das sind 14 Grad Differenz, und von Venus zu Pluto haben wir 14 Grad 30. Also das heißt, ich würde hier sagen, ja, oder es sind nicht ganz 14 Grad, aber es ist schon eine verschärfende Halbsumme hier im Spiel. Also das heißt, die Bevölkerung bekommt zusätzlich noch Druck von wem? Von den Staatsipaten und aus dem Bereich der Medien. Das heißt, hier wird sehr viel mediale Desinformation zur Machtausübung oder zur Druckausübung eingesetzt. Verzeihung. Und der Herrscher des 10. Hauses im 12. Haus zeigt uns natürlich auch einerseits eine deutliche Schwächung der Staatsipaten, weil mit Mars im Schützen sind sie ja sehr stark. Schauen wir mal, ob der Mars bereits, er ist schon auf Fische gerade, das heißt, hier ist er noch einmal geschwächt. In der Früh hatten wir, glaube ich, noch 27 Grad, was war das, 19 oder was, auf jeden Fall, es waren noch Wassermann gerade. Hier haben wir den Mars bereits in Fischegraden im 12. Haus, und das würde natürlich dann besonders für geheime Aktionen hinterrücks wird hier gehandelt, hinterhältige Aktionen, ja, die hier von einer machtbesessenen Junta, weil Spitze 10. Haus im Skorpion ist in diesem Zusammenhang nicht nur Leid, sondern auch Machtausübung, wird das hier eingesetzt. Und Pluto quasi, das ist der Hammer und das ist der Amboss. Wie gesagt, gilt für 14 Tage, und das würde dann auch dafür stehen, dass so, naja, ich habe gesagt bis 30. Jänner, das heißt bis ungefähr diese Zeit im Raum von 2 Wochen, sind hier natürlich die Bevölkerung oder ist hier die Bevölkerung ziemlich unter Druck. Aber Steinbock im 1. Haus ist wiederum auch sehr stark, nur die Rückläufigkeit ist eine dramatische Schwächung. Wir haben hier Aszendent Steinbock, der grundsätzlich für Härten, für Schwierigkeiten, für Entbehrungen steht. Und der Herrscher des 1. Hauses, der Saturn, steht im 1, steht im 1. Haus, und das ist natürlich eine sehr starke Stellung, was natürlich dann auch auf die Intensität Rückschlüsse lässt. Naja, und die Intensität sehen wir ja mit 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im 1. Haus. Das heißt, derzeit spielt sich unglaublich viel in unserer Heimat ab. Es tut sich hier sehr, sehr viel. Und was sich tut, können wir natürlich an den jeweils beteiligten Planeten relativ leicht ablesen. Und ich würde fast sagen, dass ich das Thema der Planeten im 1. Haus dann im letzten Teil, im 3. Teil der Mond-Neptun-Thematik bespreche und im 4. Teil der heutigen Gesamthoroskop-Ausarbeitungen. Und ich hätte noch einen 5. Teil geplant, und ich hoffe, den kann ich heute draußen machen. Es ist wunderbarer Sonnenschein, es hat aber nur 1 Grad plus, und schauen wir mal. Muss ich mich halt warm anziehen, aber auch das ist kein Problem. Wie gesagt, ich würde sagen, machen wir dann die Ersthausbesetzung im 3. / 4. Teil. Ende.